Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch unsere Nagellack-Favoriten und das haben wir so aufgeteilt in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Und genau, abwechselnd dann ungefähr, also wir haben von einer Kategorie ungefähr immer 3, 4 Nagellacke. Und bleibt auf jeden Fall auch dran, denn am Ende folgt eine richtig coole Verlosung. Alle Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox. Deswegen, wir werden am Ende dazu zwar noch was sagen, aber ja, schaut erstmal das Video und bleibt auf jeden Fall auch dran. Zuerst haben wir hier ganz normale Produkte für eure Nägel, also zur Pflege oder zur Verzierung. Und da haben wir einmal dieses Nagelöl von P2 und genau, pflegt intensiv Nagel und Nagelhaut. Also falls ihr auch mal so, ihr kennt das bestimmt, um den Nagel so rissige Stellen habt, die auch so abstehen, ist das da sehr, sehr gut für. Ich glaube, das hat 2 bis 3 Euro gekostet. Und dann haben wir noch hier einen schwarzen Stift, sage ich mal. Also das ist hier mit so einem dünnen Pinsel. Das hat auch so 1,95 oder so gekostet. Von Rivaldi Loop Young Nagel Designer Lack. Und der ist mega, mega cool, falls ihr mal auf eure Nägel so für die Winterzeit so Schneeflocken drauf machen wollt oder halt nur Punkte oder so. Und dann noch von Essence Effect Nails, also das sind so 3D-Perlen, steht hier drauf. So ganz bunte Perlen. Das hat, ich glaube, 3 Euro gekostet. Also wir haben das auch schon ziemlich lange. Und da macht ihr halt Nagellack drauf, dippt euren Nagel in diese Perlen rein und dann hält das halt. Dann macht ihr das mit dem Überlack noch rüber und dann hält das mega, mega gut. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Frühling an. Das ist natürlich jedem selber überlassen, welche Farben man am liebsten tragen möchte. Aber wir haben jetzt hier 4 Nagellacke, die uns selber am besten gefallen. Der erste Nagellack ist eigentlich ein extrem dezenter, also den sieht man kaum. Der ist nicht komplett weiß, aber auch nicht komplett durchsichtig, sondern so eine Mischung. Der ist von Essie. Essie-Lacke kosten ja immer um die 9 Euro, glaube ich. Und den kriegt ihr, glaube ich, auch nur bei DM. Also bei DM gibt es nur die Aufsteller, bei Rossmann, glaube ich, nicht. Mhm. Ja, und das ist unser erster Nagellack. Oder bei Douglas gibt es die Aufsteller, glaube ich, auch. Ja. Dann haben wir noch 2 von Kiko. Einmal ist das so ein extremes, wie nennt man dieses Blau? Blau. Marienblau oder so heißt es. Nee, andere Bezeichnung. Die Nummer 385 oder so ein, wie nennt man, Flieder, glaube ich. Das ist in der Farbe 338 und die beiden haben wir, glaube ich, mal von Kiko, halt von dem Laden. Ich glaube, die haben um die 5 Euro gekostet, ich glaube 4,95. Ja, könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und der letzte ist dann auch wieder ein Essie-Nagellack. Das ist jetzt diesmal aber so ein ganz, ganz helles Rosa. Die Farbe heißt Go Ginza? Ginza? Wir blenden es euch einfach nochmal ein. Und ja, das ist halt so ein ganz helles Rosa. Nicht Flieder, nicht Rosa, sondern so ein Mittelding. Und das ist auch immer sehr schön im Frühling. Und jetzt kommen wir zu den Nagellacken, die wir im Sommer auch tragen. Und das sind eher so knallige Farben, wie zum Beispiel hier wieder von Essie, einen mintfarbenen. Der heißt Mint Candy Apple. Und dann wieder einer von Essie, Peach Daiquiri oder so. Sieht so aus, haben wir auch schon ziemlich lange. Die halten auch mega, mega gut. Und hier ein von Maybelline, der Super Stay Gel Nail Color 7 Days, stimmt zwar nicht, aber okay. Bei mir halten die so 3 Tage oder so. Das ist halt auch wieder so ein peachfarbener. In der Farbe 170 Flamingo Pink. Und ein von Essence in der Farbe 29 Mint and Cream. Ich finde, das ist eher so ein Dupe von dem Essie, weil ich finde, die Farbe stimmt auch überein. Allgemein zu Essie-Nagellacken können wir halt sagen, dass ich die persönlich auch am liebsten mag, weil nach dem ersten Auftragen ist die Farbe schon so extrem drauf und halten tun sie zwar bei mir nicht so lange, aber ich finde sie halt im Allgemeinen von der Farbe und von der Pigmentierung immer sehr gut. Als nächstes kommen wir dann jetzt zum Herbst. Da haben wir auch wieder 4 Favoriten uns rausgesucht und wir finden, zum Herbst passt immer sehr gut Brauntöne oder, was ist denn das für eine Farbe da? So grau-grünliche Töne, so Ockerfarben. Unser erster Favorit ist der P2 Nagellack, davon hatten wir vorhin schon eins gezeigt. In der Farbe 940 Never Too Much. Das ist so ein gräulicher, grünlicher Nagellack. Und als nächstes haben wir einen von Catrice, den mag ich persönlich sehr gerne. Heißt Luxury Nudes.
in der Farbe 06 Magical Nude. Ist auf jeden Fall so ein helles Braun und es ist halt nude-farben, wenn man den aufträgt, und er trocknet auch sehr schnell. Dann als nächstes wieder ein von Catrice, der ist diesmal in der Farbe 23 The Monkey Gets Funky. Okay, alles klar. In so einem Braun mit so goldenen Glitzerpartikeln, die man aber persönlich gar nicht so sehr sieht, mhm, finde ich. Aber finde ich auch eigentlich sehr schön. Und als letztes noch ein von Trended Up, die DM-Marke, in der Farbe 050. Die alle müssten so bei 4 Euro, 5 Euro liegen. Teurer auf jeden Fall nicht. So, und als letztes kommen wir zu den Winternagellacken, die wir sehr gerne oder jetzt auch noch immer tragen. Und das ist natürlich hier auch ein Glitzernagellack von Catrice. Und ich glaube, der hat keine Bezeichnung. Ach doch, 40 I'm Diamond. Als nächstes haben wir hier einen roten, der ist von Kiko in der Farbe 240. Und das ist natürlich perfekt für die Weihnachtszeit. Und hier ein von Catrice in der Farbe C03 oder C03. Eiert Lily, glaube ich. Und das ist hier so ein roséfarbener mit so Glitzerpartikeln, die man jetzt auch irgendwie überhaupt nicht so sehen kann. Dann von Essence ein Gel Nail Polish, also ein Gel-Nagellack in der Farbe 87 Gossip Girl. Den habe ich Lia zu Weihnachten geschenkt. Also, nee, der war im Adventskalender drin. Und genau, das ist so ein lila Fliederfarbener. Und zum Schluss wieder einer von Essie in der Farbe so ein goldener, wie ihr den hier sehen könnt. Und genau, auch mit so ein bisschen Glitzerpartikeln, der so satinfarbig dann auf den Nägeln drauf aussieht. Das waren jetzt unsere Nagellacke und jetzt zu der versprochenen Verlosung. Da verlosen wir einmal hier dieses Paket. Das blenden wir euch natürlich nochmal ein. Wir verlosen nämlich 15 verschiedene Nagellacke. Die gehen vom Sommer bis zum Winter hin, also eigentlich von jeder Farbe ist was mit dabei. Und ja, wir dachten mal, wir machen euch mal eine kleine Freude jetzt fürs neue Jahr. Und ja, wir blenden euch die aber wie gesagt gleich nochmal ein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Dafür müsst ihr erstmal das Video überhaupt einen Daumen nach oben geben, ein Abonnent unseres Kanals sein. Und wir werden halt auch auf unserer Instagram-Seite Mrs. Libella, also findet ihr unten nochmal in der Infobeschreibung, da nochmal drauf gehen, das Bild liken. Und genau, das war's auch eigentlich schon. Am besten, um eure Gewinnchance, sag ich mal, zu erhöhen, nochmal in die Kommentare schreiben, was euer Jahresfavorit von 2016 war. Ja, oder auch generell Vorsätze uns mal sagen, weil das interessiert uns auch sehr. Ja. Könnt ihr aber auch unter unserem letzten Video machen, was wir euch jetzt hier verlinken werden. Hier oben könnt ihr uns dann nochmal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss! Auch mit so Glitzer. Wie, ich kann aber, ich kann nicht reden. Glitzer. In der Farbe 338. Nochmal in der Farbe. In der Farbe 338. Ja, damit natürlich. Ich kann auch wirklich nicht mehr, ehrlich. Als nächstes kommen wir dann jetzt zum Herbst. Da haben wir auch wieder vier. Als nächstes. Warte. Mama! Das ist so. Sag die Na. Oh. Ja, ich such doch die Farbe. Hallo! Stuckelchen! Stoppi! Da. Ja, ich guck doch da. Nein, rein. Du machst du also wenn. Also ja, Frühling, die Nagellacke. Doof, ey. Mach jetzt. Ja! Und alle Infos finde. Nochmal. Wie normal? Alles, alles von vorne. Von Essie! Von den Slippers.